Hallo, hier ist wieder Xy und Squad mit Mega Maker. Heute wollen wir uns einmal genau Steel Spike, this is Masochist Mode oder Masochist. Wir spielen den Masochisten-Modus von Steel Spikes. Und ich hab's am Ende der letzten Folge schon gesagt, wahrscheinlich wird hierfür eine komplette Folge drauf gehen. Auch haben wir hier offenbar einen anderen Boss. Und wir beginnen hier. Okay. Ja. Das hat jetzt auch mit Steel Spikes gerade nicht mehr viel zu tun, ne? Und dann im Masochistic-Mode stelle ich mir eine Abänderung vom ursprünglichen Level-Konzept vor, aber nicht das hier. Auch wenn da steht, dass ich Skull Barrier nutzen soll. Wieso sind die jetzt asynchron geworden? Weil die Projektile von dem einen nicht schnell genug verschwunden sind, oder wie? Brrrt. Ja. Tja. Ist halt jetzt an der Stelle schon mal fragwürdig, dass man das Schaden nehmen kann. Ich schätze mal, dafür muss man halt einfach schneller hämmern. Verstehe allerdings auch nicht, warum da zwei daher müssen. Und nein, man kann nicht alles mit dem Masochisten-Modus begründen, das sage ich mal gleich vorweg. Man kann nicht alles mit dem Modus begründen. Generell frage ich mich halt jetzt, warum für den Masochisten-Modus noch neue Level-Elemente dazugekommen sind. Warum das denn? Theoretisch könnte ich die ganze Sache auch ganz anders machen, ne? Theoretisch ginge das Ganze auch ganz anders. Schaden fressen und durch da. Ja, dann komme ich da drüben raus, das dachte ich mir. Andererseits, wenn ich hier eh Waffen in der RG krieg, ne? Ah, ja. Na gut, spätestens an der Stelle soll ich dann Skull Barrier nutzen, okay. Ja. Was mache ich denn da? Tja, machen wir uns das Leben doch einfach, ne? Jep, jetzt sind wir wieder in Steel Spikes, wie wir das kennen.
Ah ja. Okay. Ach, sind die Blöcke dafür da? Ich dachte zuerst, die sollen einen wegmäßig blockieren, aber... Nee. Das ist wohl so gedacht. Okay. Na super. Jetzt haben wir wieder einen Asynchron. Ja, das mit dem Block ist ein Problem. Aber das kriegen wir schon. Ja, wenn ich gerade nicht die ganze Zeit Skull Barrier so verbrauchen würde. Okay, das hat er nicht benutzt, weil ich noch gerutscht bin. Vergessen, Waffe zu wechseln. So. Geht doch. Ja, die Topspin-Stelle, die kennen wir ja noch. Das Geheimnis ist zugebaut worden. War ja zu erwarten. Ah ja, okay. Das müssen wir so auch machen. Das ist auch alles soweit bekannt. So, die Topspin-Stelle. Die ich erstmal ein bisschen verbocke. Nicht. Die Lebenspunkte kriege ich da gerade auch nicht. Nein. So. Hat ja auch lang genug gedauert hier. Ja, und mir ist schon gesagt worden, dass das Easter Egg wieder eingebaut wurde. I hate Tellies. So. Ich glaube, ich sehe das Problem. Oh, nee, tue ich nicht. Ich denke mal, das war so gedacht. Thank you.
Tja. Drüben habe ich schon eine Plattform gesehen. Ich okay, alles nochmal von vorne. Nennt sich Masochistic Mode. Der Masochist. Oh, das geht schon. Muss man noch ein bisschen Routine reinkriegen. Gerade brauchen wir erstmal ein bisschen Waffenenergie. Oh, hopp, hopp. Schade, ich dachte, ich käme noch durch. So. Ja, ich hätte an der einen Stelle einfach ein bisschen mehr vom Rand der Plattform abspringen müssen. So. Ich habe mal so zum Teufel. So, so, so. Hopp. Ja. Da haben wir wieder das bekannte Problem. Ja, das ist interessant, dass es manchmal so wirkt. Ja, habe ich schon verstanden, dass man da die Wasserphysik ein wenig ausnutzen soll. Hoppa. So, die Stelle wieder. Versehentlich nach unten gedrückt. Okay, wieder von vorne. Einzig wegen der Waffenenergie ist es halt manchmal ein bisschen schade, dass da so viel verloren geht, aber... So, hopp. Ah, schön, dass die Optiken ein bisschen abgeändert wurden. Zwar sieht jetzt trotzdem noch nicht alles unbedingt nach einem Augenschmaus aus. Erneut wegen dem typischen Problem mit den Kanten. Aber... Naja. Ist ja nicht mein Level. Tja. Denk mal sowas gedacht. Naja, je nachdem, ob man das hier, wie schnell wir
das hier hinkriegen oder ob wir es nicht hinkriegen, mal habe ich mir überlegt, dass ich dann einfach zukünftig in Folgen irgendwie, weiß nicht, immer wenn noch Zeit über ist, vielleicht dann da nochmal einen Versuch mache oder so. Und gut, was ich mir gerade auch denke, die Stelle hiernach kann ich mir doch eigentlich deutlich einfacher machen. Okay, versehentlich auf beide getreten. Habe ich vorher auch besser gemacht. Nee, aber die Stelle danach kann ich mir doch eigentlich viel einfacher machen. Kann ja einfach Star Crash einsetzen. Hat ja keiner gesagt, dass ich mir hier nicht Dinge irgendwie vereinfachen darf. Erstmal wieder Waffenenergie. Ja, vielleicht welche, die überirdisch liegt. Ja, die da ist gut. So. Den brauche ich. Und dann verschwinden wir von hier. Und hopp. Ja. Das geht mittlerweile ganz gut von der Hand. Dass hier unbedingt die Gegner sein müssen, naja. Im Endeffekt heißt es halt warten. Warten empfinde ich zwar jetzt nicht als so masochistisch, aber naja. Gibt ja Leute, die das nicht mögen. Man möchte sagen, verabscheuen. Okay, jetzt habe ich es aus irgendeinem Grund nicht auf die Plattform rauf geschafft. Dann halt nochmal von vorne. Falschen Knopf gedrückt. Wollte eigentlich rutschen. Ja, das kommt davon, wenn man es halt jetzt anders gewöhnt ist mit den Tasten. Ich habe mir halt jetzt tatsächlich diese Rutschen-Taste angewöhnt. Weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich irgendwann wieder das klassische Mega Man spielen will. Ja. Keine Ahnung, wo ich jetzt gerade mit dem Zeiger war, aber... Und wir sind auch mal daran verreckt, weil ich kurz gezögert habe, das dachte ich mir aber auch schon. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hiermit wirklich ganze Folgen verbringen soll. Kann mir gut vorstellen, dass wir hierfür noch ein ganzes Weilchen brauchen werden, bis wir es geschafft haben. Ich weiß ja, was in dem Level sonst noch kommt, und wenn... Und ich meine, solange hier kein Zwischenpunkt kommt, verlieren wir halt auch keinen Fortschritt. Von daher gibt's halt dann auch keinen Grund, das irgendwie großartig weiter zu machen als großen Folgeninhalt. Sobald ein Zwischenpunkt kommt, tja, gut. Sobald ein Zwischenpunkt kommt, sieht die Sache natürlich wieder anders aus. So. Nur meine Lebenspunkte wieder voll haben. Danke für das Muster.
Und hepp. Ah, falsche Richtung. Gerade daran denke, die andere Sache kann man sich nicht mit Starfish leichter machen, weil wir eine Decke haben. Wir haben ja eine Decke drüber. Da würden wir uns den Kopf stoßen und wahrscheinlich in den Abgrund rauschen. So, hier vorsichtig sein, weil unser Schild ja an den Bomben kaputt gehen könnte. So. Das war knapp. Wieder nach unten gedrückt. Ich will nach rechts und links drücken und drück gleichzeitig nach unten. Da hätte ich fast zu spät reagiert. Erstmal wieder aufladen. Tellys sind ja genügend da. Große Energie auch noch mitgenommen. Das war nicht gut. So. Als ob es eingestellt wäre. Na, das war knapp. Hier halt wieder warten, bis die Gegner mal da sind. Ah, war ich mir gerade unsicher, weil ich kurz mal nicht gedrückt habe. Ja, man sollte vielleicht vorher das Schild aktivieren. Ah, ist schon knapp. Ja, an der Stelle hätte ich halt dann einfach Starcrash einsetzen sollen. Tjo. Nicht nachgedacht. Dann spielen wir es halt nochmal. Zukünftig dran denken, wenn wir schon mal so weit durchgekommen sind, unsere Plattform Starcrash. Darf noch nicht... Darf nur nicht ungeduldig werden. Ungeduld wäre in diesem Fall definitiv mein Tod. Das heißt mein Tod.
würde im Endeffekt nichts weiter bringen, als dass ich halt zwangsweise scheitere. Wahrscheinlich wäre ich eh vor dem, kurz vor dem einen Zwischenpunkt, ja, wobei, wenn es einen Zwischenpunkt gäbe, wo wäre der? Das kann ich halt nicht sagen. Wenn da irgendwo einer wäre, wo der wäre. So. Ja, aber die landen genauso, dass man sich dazwischen stellen könnte. Na gut, ich hab's ja schon mal gesagt. Big Eyes sind immer so eine Sache. Big Eyes sind immer als Gegner so eine Sache, wenn man sie einbauen möchte. Ja, die Dinge mit Schein zu bekämpfen ist nicht einfach. Dass die da halt genau in die Frequenz treffen können. Unglaublich. So, jetzt haben wir ein bisschen viel Schaden, aber ist ja wurscht. Momentan bedeutet das noch nichts. Hep. So. Zack. An den Stellen im Level kann ich es mir erlauben. Der Teleporter ist mir nach wie vor ein Rätsel. Warum es den überhaupt braucht, aber naja. Hoppa. Ja, der Sprung ist an für sich nicht schwierig. Man muss halt einfach die nötigen Pixel gehen. So, dann wären wir mal wieder hier. Okay. Jupp. Ja, wusste nicht mehr, wo die Plattformen sind. Den Anfang finde ich offen gestanden ein bisschen fragwürdig. Klar, kann man damit Firestorm entsprechend durchgehen, aber warum? Warum diesen Waffeneinsatz an der Stelle provozieren? Tja, dürfen wir halt erstmal wieder ernten. Und bei der Einstellung, ich habe schon verstanden, dass ich da eigentlich mit Topspin drüber gehen hätte sollen, aber ja, in dem jeweiligen Moment nachdenken und machen, es sind halt immer zwei Paar Schuhe. Haare zur Seite tun.
Wow. Ist dann auch der letzte Versuch für diese Folge. Wie gesagt, ich bin halt immer noch am Überlegen, wie ich das machen soll. Noch mehr komplette Folgen alleine mit dem Level zu verbringen, dafür steht's halt auch nicht. Hätte ich halt gesagt, dass mal ja, zukünftig dann einfach so, dass so weit vorhanden das letzte Drittel einer Folge nutzen. Warum bin ich eigentlich nicht einfach mit Schein rübergeflogen? Wäre doch viel einfacher. Ah ja, habe gesagt, letzter Versuch für die Folge. Dann sollte ich mich auch daran halten. Na gut, wie gesagt. Das probieren wir dann einfach ein andermal weiter. In der nächsten Folge dann im zweiten... im dritten Drittel, nicht im zweiten Drittel. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, sehen Sie sich beim nächsten Mal wieder bei Mega Maker. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.